Häusle bauen, Kuhsteckhufe. Erst einmal ein Bauplatz suchen. Wer ein Häuschen baut, wird ganz von selber monogam. Und das Erste, was ihn fertig macht, ist der Behördenkram. Mit Formalitäten hat Mike Nolte hier zum Glück nichts zu tun. Das nimmt ihn die trilinguale Kita heute ab. Und ein Haus will der Mitarbeiter von Stierbauwerke schon gar nicht an dieser Stelle bauen. Hat er sich fernab seiner eigentlichen Arbeitszeit und auch noch an einem seiner seltenen freien Wochenenden doch dazu entschieden, das Projekt Nestschaukel zu unterstützen. Alles für den Nachwuchs. Das ist eine schöne Sache für Kinder, weil ich habe ja selber zwei und daher... Sind zwar schon aus dem Alter raus, sag ich mal, aus der Kita, aber die wollten sowas früher auch immer haben und habe halt gebaut und so. Naja, wie das so ist. Für Kinder macht man ja alles. Vor 3 Wochen haben die handwerklichen Arbeiten am Projekt Nestschaukel begonnen. Schnell hat sich herausgestellt, dass aufgrund der 20 bis 30 cm dicken Betonflächen unter der Erde ein größeres Werkzeug her muss. Über einen Aushang in der Kita konnte der Kontakt zu Stierbauwerke hergestellt werden, die bereit waren, Fachkraft plus Stemmhammer zu stellen. Ganz im Sinne der Sache, unentgeltlich und pro Kinder. Es ist eben nicht einfach damit getan, eine Schaukel aufzuhängen. Das Projekt ist größer, als manch einer denken würde. Die Antreiber waren die Elternschaft und das Team der Trile, die sich noch eine Nestschaukel gewünscht haben. Finanziert wurde die Nestschaukel an sich von unserem Förderverein, dem Förderverein für Dreisprachigkeit. Das Kuratorium der Elternschaft hat den Arbeitseinsatz organisiert, sie haben Eltern angesprochen, sie haben das Material organisiert und ja, durchgeführt wird es jetzt von, ich schätze mal, wieder 10 engagierten Eltern. Und da liegt sie noch ganz entspannt, die Nestschaukel, um die sich hier alles dreht. Mittlerweile hat es das engagierte ehrenamtliche Team aus Eltern, Hausmeister und Stierbauwerke geschafft, die Löcher freizuschaufeln. Was bei einem ähnlichen Projekt im letzten Jahr 1,5 Jahre gedauert hat, wurde durch Mike Nolte und seinen elektronischen Abbruchhammer in 1,5 Stunden erledigt. Trotz getaner Arbeit und seiner eigenen großen Familie zu Hause bleibt der Fachmann noch mit vor Ort. Ich schippe auch mal mit. Das ist normal. Sonst muss man sich auch alleine machen. Naja, ich bin noch hier ein bisschen bei den Leuten. Ist nicht so. So wild, ich habe ja noch Zeit. Ja. Weil eine Stunde lohnt sich nicht, sage ich immer. Bis Mittag muss schon dauern. Schaffe, schaffe und so weiter. Dreimal hoch die Schwarzarbeiter. Schwarzarbeiter kostet Geld und bringe kaum Gewinn. Doch es sind halt noch die Einzigen, die wirklich pünktlich sind. Bei so vielen fleißigen Händen kann dann wenige Stunden nach dem Brechen der Betonflächen, dem Ausschaufeln der Löcher und dem Fixieren vom Grundgerüst schon das Einbetonieren beginnen. Projekt Nestschaukel rückt der Fertigstellung immer näher. Vor allem für die mitwirkenden Väter ist es ein herrliches Gefühl, hier für ihre Kinder etwas geleistet zu haben. Miep, miep, miep. Boah, danach brauche ich auch was hier für? Wellnesshotel. Unser Nachwuchs, der kleine Jari, kommt ja ab November, Dezember auch hierher. Dann will er natürlich auch jede Menge Spielgeräte vorfinden. Und wenn man dann auch das Ganze mit unterstützen kann, anpacken kann, ist das natürlich selbstverständlich. Und da kann man sich einfach nur bei den Eltern bedanken, die auch am Wochenende jetzt heute einen Samstag früh ab 7 Uhr schon unterwegs waren und das Loch gebuddelt haben, Beton angerührt haben und die Nestschaukel in den Boden platziert haben. Alles geht einmal zu Ende, eines Tages ziehst du ein, tapeziert sind deine Wände und es regnet nicht mehr rein. Nach erfolgreicher Online-TÜV-Abnahme der Schaukel ist es 3 Tage später dann soweit. Das neue Spielzeug wird freigegeben. Leni, komm mit, wir gehen zur Schaukel. Ihr dürft als Erste auf die Schaukel. So, Leni darf zuerst mal rauf. Und wir schubsen ein bisschen an, okay? So, Rudi macht mit. Und los, lass die Leni mal fliegen. Prima. Ich meine, ein Stück zurück, Jani. Wir lassen mal die Leni richtig hochschaukeln. Komm mal her, Leni. So, und Rudi, Achtung, Rudi. Und juhu, festhalten!
ganz oben.